Jungfrau Maria, geht und öffnet eure Augen, Kinder, und hört, hinterfragt und erwägt alles, was euch im Namen Gottes dargeboten wird. Samstag, 12. Mai 2012, 10 Uhr. Mein Kind, da das Gebrüll Satans und seiner Dämonen lauter wird und die Tonhöhe ihrer Schreie im Himmel gehört wird, muss ich Gottes Kinder mahnen, ihre Augen zu öffnen. Schaut euch um, und was seht ihr? Unruhe, Auseinandersetzungen, Verzweiflung und Kämpfen. All dieses, was die Menschheit umgibt, ist durch die bösen Geister entfacht worden. Freigesetzt von der Hölle, ihre Zahl ist groß. Nicht für einen Augenblick verringern sie ihre Quälerei, ausgespielt durch den Hass, den sie für alle Kinder Gottes haben. Diese gefallenen Engel waren neidisch, als mein Vater, Gott der Allerhöchste, die Menschheit und das Universum schuf. Ihr Stolz und ihre Empörung führten zu ihrem Untergang, und sie wurden in die Hölle vertrieben. Geführt von Satan wurde ihr Hass manifestiert, als ich den Menschensohn, den Retter der Welt, brachte. Ihr Hass auf mich übertrifft alles, was die Menschheit kennt. Als Königin aller Engel trieb sie das ins Chaos. Sie wussten, dass es keine Rückkehr zu dieser göttlichen Hierarchie geben würde. Um Gott, meinen geliebten Vater, zu verletzen, wollten sie das zerstören, was seinem Herz nahe ist, seine kostbaren und geliebten Kinder. Indem sie seine Kinder verführen, durch die Verlockungen der Sünde, stillen sie Seelen. Mein Vater wird diese Boshaftigkeit nicht dulden, und die Zeit ist für diese gefallenen Engel nah, um schließlich in den Brennofen geworfen zu werden. Sie wissen das. Unter der Führung Satans vermehren sie jetzt ihre Pläne und jede Sekunde des Tages verursachen sie in der Welt Chaos. Gottes Kinder müssen wissen, dass es ihr Plan ist, alles zu schnappen, was Gott, dem allmächtigen Vater, kostbar ist. Darum nehmen sie seine heiligen Kirchen auf der Erde zuerst ins Visier. Wenn sie Gottes Kirchen unterwandern, dann unterwandern sie Gottes Kinder. Wacht auf, Kinder, gegenüber dem, was vor euren Augen geschieht. Ihr müsst zu jeder Zeit wachsam bleiben. Bittet, betet, betet, dass ihr mit den Gnaden gesegnet werdet, Böses zu erkennen, wenn es euch als ein Teil von Gottes Plänen präsentiert wird, während es das nicht ist. Es wird starken Glauben erfordern und die Annahme der Wahrheit, die in diesen Botschaften vom Himmel enthalten sind, um auf dem Wahrheitspfad zum ewigen Leben zu bleiben. Ewiges Leben muss begrüßt werden, Kinder, und darf niemals zugunsten falscher Versprechungen verschmäht werden. Diese falschen Versprechungen werden in diesen Zeiten der Welt von denjenigen präsentiert, die eure Nationen führen und die möglicherweise vom König der Lügen beeinflusst werden. Geht und öffnet eure Augen, Kinder, und hört, hinterfragt und erwägt alles, was euch im Namen Gottes dargeboten wird. Eure geliebte Königin des Friedens, Mutter der Erlösung.